Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Bayerns Verfassungsschutz darf AfD beobachten. Das Verwaltungsgericht München hat entschieden, dass die Beobachtung als rechtsextremistischer Verdachtsfall rechtens ist. Weil es genügend schwerwiegende Anhaltspunkte gibt, durfte der Verfassungsschutz demnach auch die Öffentlichkeit informieren. Das Gericht wies damit eine Klage der bayerischen AfD zurück. Extreme Rechte in Frankreich vorn. Bei der ersten Runde der Parlamentswahl holte der Rassemblement National rund ein Drittel der Stimmen, gefolgt vom Linksbündnis und dem Mittellager von Präsident Macron. Am Sonntag finden die Stichwahlen statt. Dabei wollen Linksbündnis und Mittellager gemeinsam einen Sieg der Rechten verhindern. Proteste nach erster Wahlrunde in Frankreich. In Paris und in weiteren Städten gingen am späten Abend Tausende gegen die extreme Rechte auf die Straße. In der Hauptstadt hatte das neue Linksbündnis zu der Kundgebung aufgerufen. Start für Cannabis-Anbauvereine. Ab heute können sie Lizenzen bei den Behörden beantragen. Die Vereine dürfen bis zu 500 Mitglieder haben. Volljährige können dort gemeinsam Cannabis anbauen und untereinander zum Eigenkonsum abgeben. Dafür gibt es zahlreiche Auflagen. Spanien und England im EM-Viertelfinale. Die Spanier besiegten Georgien mit 4:1 und sind damit am Freitag Gegner des deutschen Teams. England setzte sich erst in der Verlängerung mit 2:1 gegen die Slowakei durch. Das Wetter, dichte Wolken mit Auflockerungen, meist nur kurze sonnige Phasen. Dazu Schauer und örtlich Gewitter, im Westen öfter trocken. Höchstwerte 16 bis 24 Grad.